Hallo und herzlich willkommen bei Car Range on Tour. Heute sind wir beim Bilsterberg zusammen unterwegs mit Das Triebwerk und dem F350. Und heute gibt es nur eine Überschrift, nämlich Traumerfüllung. Ja, viele schöne Bilder kann man beim Bilsterberg einsammeln, wenn man so schöne Autos mit hier am Start hat. Und wir waren schon mal unterwegs bei Das Triebwerk in Schwelm und haben uns einen F300 angeschaut. Das war schon ziemlich spektakulär. Aber ja, 300, da geht doch immer ein bisschen mehr. Und deswegen schauen wir uns heute mal einen F350 an. Was hat man da noch so verändert und worum geht es hier eigentlich? Und die große Überschrift aus meiner Sicht ist Traumerfüllung. Denn sich so ein Auto zu kaufen, ist eine reine Herzenssache. Das hat mit rationalen Gründen überhaupt nichts zu tun. Und deswegen erkläre ich euch gleich, warum sollte man sowas tun und was kriegt man denn dann? Denn wirklich günstig ist sowas nicht. Und da ist es auch egal, ob man jetzt bei Das Triebwerk oder auch bei anderen Anbietern von genau dieser Idee ist, nämlich zu sagen, ich möchte klassische Fahrzeugformen mit moderner Technik kombinieren und in dem Fall halt bei Das Triebwerk mit unglaublich viel Handwerkskunst. Ja, und jetzt denkt ich, ja gut, Alter, Porsche hat alles schon mal gesehen, aber Handwerkskunst fängt zum Beispiel an solchen Ecken und Kanten an. Wenn man diese F-Modell-Optik ein bisschen breiter möchte, ja gut, man könnte jetzt mit Plastik arbeiten, man könnte mit Carbon arbeiten und Co., aber alles in Blech zu arbeiten, da geht die Arbeit schon so ein bisschen los. Und ein wirklich schönes Detail, was der Tim euch gleich einfangen wird, ist zum Beispiel hier der Stutzen zum Tanken. Und allein, ich weiß nicht, ob ihr es hört, dieses befriedigende Geräusch. Und dann, also das ist jetzt nicht so ein bisschen Plastik, was irgendwie Silber ist, sondern alles, was hier nach Metall aussieht, ist auch Metall. Und vor allem auch, wie viele Gedanken in sowas reinfließen. Das heißt, egal wie ich jetzt aufgesetzt habe und zudrehe, ich werde am Ende glücklicherweise hier gerade Benzin stehen haben. Und das Ganze steht auch noch mal drauf. Jetzt denkt man sich, okay, hier vorne kann ich also tanken. Dann gibt es natürlich auch kluge Köpfe bei Das Triebwerk, die dran gedacht haben, dass wenn ich jetzt also mit meinem Zapfhahn komme, ich auch genau den richtigen Winkel habe, damit eben nicht die ganze Zeit der Schlauch hier irgendwo rum ist, mein Kotflügel zerkratzt und ich einfach ein paar tausend Euro nachlackieren muss. Was man auch als Punkt hat, ja gut, wenn hier vorne der Sprit reingeht, dann habe ich ja gar nicht hier hinten oder auf der anderen Seite hinten die Möglichkeit irgendwie zu tanken wie bei anderen Fahrzeugen. Und da gibt es auch noch ein nettes Detail, Tim, du kannst ruhig da bleiben, das macht nichts. Ich möchte einfach noch wieder ein bisschen befriedigendes Geräusch für alle tanken. Und du kannst die Einblendung aufsammeln. Das heißt, auf der anderen Seite habe ich auch noch mal eine Klappe. Und hier steht dann wieder wunderschön Öl. Und allein das ist sehr befriedigend. Und Traumerfüllung hat genau damit zu tun, nämlich nicht mit, ja, wie viel kostet etwas? Komme ich damit jetzt 2 Sekunden schneller oder ein bisschen entspannter zur Arbeit? Sondern eben, ja, kann es mich glücklich machen? Und dieses Zuschrauben hier macht mich sehr glücklich. Ja, bei anderen Fahrzeugen würde es jetzt darum gehen, ja, wie hoch, wie lang, wie breit. Aber das ist jetzt nicht das Thema, weil das ist nicht dieses, ich überlege mal, ob es in meine Garage passt, sondern das ist Traumerfüllung. Das sieht man auch zum Beispiel an solchen Reifendimensionen. Viele würden jetzt, wenn man auf ein neues Fahrwerk geht, große Räder fahren oder ähnliches, irgendwelche modernen Designs wählen. Aber so dieses klassische Fuchsfelgen-Design, das ist zum Beispiel, das ist auch diese Zweifarbigkeit und ja, 285er, klar, man braucht Traktion, weil, Moment, der F300 hatte 300 PS, jetzt haben wir einen F350, der wird dann wohl also nicht schwächer sein. Das heißt 285er, aber eben auf 17 Zoll und das gibt dem auch so die Optik, die man halt haben möchte. Und vor allem, was man haben möchte, ich als Kunde, wenn ich mir einen Traum erfülle, will ich also die Entscheidung haben, wie breit ist der denn verdammt? Und es gibt halt Leute, die sagen, ja, so breit, wie es nur irgendwie geht, also TÜV-konform ist. Andere sagen halt ein bisschen schmaler. Und auch hier wieder, ich kriege in Blech das, was ich eben haben möchte. Und bevor wir hier hinten reinschauen, würde ich sagen, schwingen wir uns jetzt mal ganz kurz rein und werfen so einen kleinen Blick in den Innenraum. Normalerweise, ja, würden wir jetzt hier eine Runde laufen und uns zusammen die Rückbank anschauen.
Aber das entfällt jetzt hier in dem Moment. Da kann ich euch nur noch mal schauen, wie wertig das aussieht. Und dann gibt es den kleinen Blick hier. Tim, du gehst auf die andere Seite und dann sehen wir uns dort. So, dann geht es einmal in den Schalensitz. Aufmerksame unter euch werden es gesehen haben, dass die Sitze hier in dem Fall nicht ganz identisch sind. Das hier ist der Sitz, der in genau diesen F350 für den Kunden gehört. Der hier ist ein bisschen anders, denn wir sind am Bilsterberg und hier sind besondere Menschen mit unterwegs. Und ich weiß nicht, ob ihr von dem langen Schnepper was gehört habt, Walter Röhrl. Er ist halt 1,96 Meter, was bedeutet, in dem Fall wurde mal ein anderer Sitz für ihn montiert. Denn das Auto ist natürlich speziell für diesen Kunden. Und da Walter Röhrl nicht der Kunde von dem Fahrzeug ist, brauchte man da einen anderen Sitz. Und ja, diese Liebe zum Detail, man möchte also ein F-Modell von der Optik haben, das haben wir gerade außen gesehen, mit modernerer Technik, zu der wir gleich kommen. Und jetzt könnte man also sagen, ja gut, ich will innen auch irgendwie moderneres haben, sowas wie ein Radio, dazu kommen wir gleich, aber auch da wieder die Optik vom F-Modell. Und typisch F-Modell ist, dass dieser Mitteltunnel extrem tief ist. Das heißt, man könnte jetzt auch einen Umbau machen, wo das Ganze hier eine ganze Ecke höher ist. Das wäre natürlich viel weniger technischer Aufwand, aber so ist die klassische Optik von einem F-Modell. Und der Besteller von diesem Fahrzeug hat eine sehr schlichte, zeitlose Kombination gewählt. Das heißt, wir haben diesen blaugraut-hohen Außen oder dieses Hellgrau, was ihr dann auch hier ein bisschen mit wiederfindet, und innen das Ganze in Schwarz. Ja, auch hier mit dem Grau, das ist die Wagenfarbe, wiederzufinden. Mein Schaltknopf ist schwarz und das Lenkrad hier kommt einem aus einem 996 sehr bekannt vor. Das heißt, das ist eine sehr schlichte Kombination mit vielen netten Details. Schönes Detail für mich zum Beispiel, Zündschloss links, ja klar, ist ja auch ein Porsche, aber da nochmal ein Logo von das Triebwerk, alles klar, und darüber steht Go Baby Go. Und darum geht es halt hier. Ich kann einmal Schlüssel rumdrehen und dann heißt es nur noch Go Baby Go und mach mir Freude. Ich will damit nicht zur Arbeit kommen, ich will Spaß haben auf jeden Meter. Im Zweifelsfall fährt man damit auch einfach mal mit zur Arbeit. Darüber kommen die Instrumente, das heißt, ich habe Sprit, ich habe Öl, ich habe dann auch die Ölmenge, den Öldruck, ich habe die Temperatur, ich habe auch Drehzahl, ich habe die Geschwindigkeit und ganz wichtig für mich, eine analoge Uhr ist ja auch mit an Bord. Und das ist dann zum Beispiel auch eine ganz interessante Ecke, dass man sagt, ich habe hier einen USB-Slot, ich habe moderne Technik irgendwo mit dem Auto drin und das Ganze ist halt so integriert, dass es nicht irgendwie störend mit auffällt. Denn ganz klassisch, ich will ja ein Auto aus einer früheren Zeit imitieren, dann brauche ich ganz wichtig einen Zigarettenanzünder mit auch einem großen Zigarettenlogo, Heckscheibenheizung, Wandlingeanlage ist klar und hier Klimaanlage. Das heißt ganz außen die Taste für Klima, dann kann ich hier meine Temperatur und meine Lüftung einstellen. Also das ist ziemlich selbsterklärend und damit kommt man auch gut zurecht. Und an der Seite hier thront nochmal ein F350. Man kennt solche Umbauten auch oft in sehr schillernden Farben und auch hier bei das Triebwerk, es gibt noch einen F350 im Moment, der ist innen dann deutlich heller gehalten, dadurch wird er auffälliger und das halt hier eine zeitlose Kombination, auch mit welches Lenkrad hat man dann, möchte man da was noch moderneres, möchte man sowas, und diese Entscheidungsfreiheit ist das, was Träume ausmacht. Ich träume auch immer von dem Lederdachhimmel, den haben wir hier auch mal wieder an Bord, das heißt hier oben das Ganze auch noch mit Leder und auch hier an den Seiten, das heißt dieser Übergang sehr schön und in dem Schalensitz sitzt man halt wirklich drin. Und dann hat man so diese Kombination, also ich weiß, es ist moderne Technik, ich sehe aber, wie meine Wischerblätter auf der Scheibe sind, habe diese Wölbung vom F-Modell 911 vor mir, was diese klassische Optik bringt, und diese kleinen süßen Spiegel. In den Türen gibt es noch Ablagen, in dem Fall auch Lautsprecher. Es gibt auch F350 Modelle jetzt, die haben die Türpappe quasi selbst als Lautsprecher. Aber dazu wird uns der Christian von das Triebwerk noch ein bisschen was erzählen und auch zu ein paar anderen technischen Punkten, zu denen wir gleich kommen. Hier nimmt auf jeden Fall noch Handbremshebel, Schalter und ich sehe auch, der Sitz hat auch eine Sitzheizung. Das heißt, man kann ihn dann doch auch mal vielleicht an einem etwas kühleren Tag nutzen, wenn man morgens schon startet auf die lange Reise, um halt das Auto so ein bisschen genießen zu können. Ich denke, da haben wir hier das Platzangebot, ist für mich vorne natürlich völlig in Ordnung. Ich habe auch viel Platz zur Seite, denn ich habe hier keine Mittelkonsole oder ähnliches gestört. Nur halt hinten, da kann niemand sitzen, da passt doch nur eine Tasche hin. Und wenn ich solche Rennschalensitze habe, dann denke ich auch nicht daran, irgendwie hinten jemanden einsteigen zu lassen. Das ist halt ein Zweisitzer für die schönen Tage. Schlaufen habe ich auch, um die Tür zu öffnen, das kennt man heute auch als GT-Modellen von Porsche und ähnliches, um das Ganze halt noch ein bisschen leichter zu machen, in dem Fall darum stilvoller. So, und ich würde sagen, jetzt haben wir da technikmäßig zwei Wege vor uns, einmal nach vorne, einmal nach hinten, und den vorderen Weg, den treten wir jetzt gleich noch, ach Tim, du kriegst das hin, oder? Den treten wir jetzt nämlich einfach mal zusammen an. Das heißt, ich habe ja auf der Seite nämlich zwei Entriegelungen, die für vorne,
ist an der klassischen Stelle da, wo ihr es kennt. So. Und na klar, wir alle wissen, hier vorne steht Porsche. Also erwartet uns hier kein Motor, sondern in dem Fall nochmal eine Domstrebe. Sehen wir auch für den 964, denn das ist die technische Basis, zu der wir gleich kommen. Wir sehen hier nochmal den Tankeinfüllstutzen und den Tank darunter. Und was ich halt auch toll finde, man könnte hier vorne ja aufhören mit den Details, aber ich sehe nochmal, egal ob es jetzt für Bremse oder für Kupplung ist oder hier oben zum Wasser einfüllen, hier hätte man jetzt auf Plastik gehen können, aber nein, ich kriege das gleiche befriedigende Gefühl, auch wenn ich hier irgendwo was einfüllen möchte. Platzangebot hier vorne würde ich als nebensächlich interpretieren. Genauso auch Dämmmaterial oder ähnliches. In dem Fall geht es darum, so viel wie möglich zu hören und eben zu fühlen. Und dann zeige ich euch noch, wie der Weg dorthin ist, um denn etwas fühlen zu können. Das heißt, ich ziehe hier einmal an der Seite. Und dann öffnet sich das Ganze auch schon. Und das ist jetzt der Moment, wo ich sage, ja, wir haben eine Unterschrift von Walter Röhr. Wir lesen Triebwerk und wir sehen schon, dass es ein 3/8 ist. Und was es technisch hier alles so zu erleben gibt, da holen wir uns jetzt mal den Christian von das Triebwerk dazu. Und da lernen wir noch ein kleines bisschen etwas dazu. Und dann, ja, gibt es ein paar Emotionen auf der Straße, beziehungsweise, ja, Straße, warum man nicht eine Straße nehmen, wenn man halt eine Rennstrecke hat. Jetzt habe ich gesagt, wie schön hier die Abgasanlage ist. Ich habe da aber von nur wenig Ahnung. Deswegen haben wir jetzt den Falco mit hier. Sag uns doch mal einen Satz zu dir und vor allem, warum sieht das so aus, wie es aussieht und wie funktioniert das? Ich nehme euch mal mit zum Endschalldämpfer. Das ist in dem Fall eine ganz besondere Konstruktion. Bei den gebackdateten 64er-Fahrzeugen ist einfach das Problem, dass wir sehr wenig Bauraum haben, indem wir ein Konzept unterbringen müssen, was optisch, technisch, aber auch vom Klangbild überzeugt. Augenmerk bei der Klangauslegung der Anlage war natürlich, die Charakteristik der luftgekühlten Motoren zu übernehmen, zu verstärken und trotzdem nicht so laut zu sein. Also ich denke, wir haben ein sehr gutes Package gefunden, das sowohl vom Bauraum, aber auch von der Leistungsentfaltung und vom Klangbild dieser Anlage zu den alten, zu diesem alten Stil der Fahrzeuge passt. Besonderes Augenmerk bei dem Schalldämpfer, was sofort auffällt, ist dieses Bypassrohr oder diese beiden symmetrisch angeordneten Bypassrohre. Der Abgasstrom wird oben in den Schalldämpfer klassisch über Absorptions-, Reflexions-, Absorptionsprinzipien geführt. Der Vorteil, den wir durch diese beiden Schlangen lasergeschnittenen Bypassrohre haben, ist, dass wir überhaupt keinen Dröhnen im Fahrzeuginneren hören, dass wir eine sehr schöne ausgewogene Drehmomentencharakteristik sehen und dass das Klangbild sportlich, aber nicht zu laut ist. Danke an Falco, den Experten, und wir schauen uns weiter das gute Stück an. Wie angekündigt haben wir jetzt den Christian mit bei uns von Das Triebwerk. Und Christian, ich habe schon so eine Überschrift heute, ist übrigens Traumerfüllung, weil das ist so ein Auto für mich. Und ich habe schon so ein bisschen angeteasert, man nimmt einen 964 und modernere Technik und hat dann die wunderbare F-Modell-Optik. Aber ich würde sagen, fass noch mal in ein paar Sätzen zusammen, was macht ihr hier eigentlich und was sind so Highlights, die ich jetzt mit den unbedarften Augen nicht gesehen habe? Ja gut, also wir machen natürlich ganz viele Sachen. Ne? Zum einen haben wir ein komplett frei programmierbares Motormanagement. Wir haben 3,8 Liter Hubraum mit einer höheren Verdichtung. Mhm. Wir haben das Einzeldrosselklappensystem mit der zentralen Ansaugung obendrauf. Und so in der Variante, wie er hier jetzt ist, mit 330 PS. Ja, also ist relativ zahm gehalten noch, weil es sollte was Haltbares ja für den Alltag auch sein. Weil der Kunde mit dem Auto halt auch ganz normal im Alltag, auch im Stadtverkehr unterwegs ist. Und ja, also es ist ein entspanntes, aber wenn es sein muss, böses Auto. Mhm. Also wir haben eben schon so einen Moment über die Abgasanlage gesprochen. Ja. Also Klang, auch wenn, wir sind ja schon eine Runde gefahren, ihr habt vielleicht auch schon ein paar schöne Bilder davon gesehen oder noch besser gehört, da kommt ordentlich was raus. Aber vor allem, also das sieht ja hier schon nach viel Handwerkskunst aus. Was davon habt ihr alles bei euch gemacht? Und wie viel davon ist jetzt, ich sag mal, noch Standard Porsche eigentlich? Also ich sag mal, der komplette Rumpfmotor ist abgesehen von den Kolben und Zylindern und den Nockenwellen Standard. Ja.
Ja, abgesehen davon, also da ist ja gefühlt schon die Hälfte getauscht. Also innerein ist natürlich eine Menge passiert. Ja. Die Einzeldrosselklappen hier, die fräsen wir bei uns auf der Fräse im eigenen Haus wirklich selber. Mhm. Das ist auch eine Eigenentwicklung. Das ist allerdings lasergeschnitten und CNC gekantet. Das lasse ich extern fertigen. Ja. Ich habe es konstruiert und lasse es machen. Und dann siehst du hier unten noch unser Benzindruckreglergehäuse sitzen. Ja. Mit den Spinnengeweiden, mit den Benzinleitungen dran. Das ist jetzt in der Ausbaustufe schon mit vernünftigen starren Leitungen. Hier bei dem Ding habe ich die noch von Hand gebogen in 6 Stunden Handarbeit. Das war wirklich krass. Mittlerweile habe ich Vorrichtungen dafür, wo ich die innerhalb von 5 Minuten exakt eine wie die andere gleich burnen kann. Und ja, wir haben den Verteiler ausgebaut. Wir haben die beiden VR6 Zündspulen mit der frei programmierbaren Zündung. Also ist ja sowieso Einspritzung, ja. Zündung, alles frei programmierbar. Und ja, das ist so an den technischen Lösungen eigentlich schon fast alles. Wir haben eine Schirmwand hinten drin. Mhm. Wir haben die Klimaanleitungen, die laufen normalerweise bei 964 ganz hässlich hier oben drüber. Ja. Die haben wir hier hinten durch verlegt nach vorne, damit auch das etwas netter aussieht, weil es war vom Kunden halt gefordert, dass auf jeden Fall eine Klimaanlage drin sein soll. Ne? Mhm. Und dann, ich habe innen gesehen auch schon, der Mitteltunnel ist, wie sich für ein F-Modell gehört, schön flach. War das eigentlich war das die größte Herausforderung im Innenraum oder was hat euch am meisten Kopfschmerzen gemacht? War, das war halt schon eine ziemliche Anstrengung, das hinzukriegen. Also wenn wir gerade mal rumgucken, ich kann es auch nochmal zeigen. Das war so ein bisschen meine persönliche Geschichte, dass ich gesagt habe, das muss sich ändern, weil bei jedem Backdate, wo ich halt reingeguckt habe und habe den hohen Tunnel gesehen, war halt sofort klar, dass da eigentlich ein 964 drunter steckt. Und das wollte ich natürlich dann in einer gewissen Form auch im Innenraum dann noch mehr in Richtung F-Modell bringen. Ne? Ja, und wenn man jetzt mit dem Auto unterwegs ist vom Fahren oder man könnte sich ja ein F-Modell kaufen, das ist klar auch schon was, wo man ein bisschen Herzblut reinstecken muss, aber was denn jetzt so beim Fahren, abgesehen davon, dass er natürlich viel mehr Leistung hat, wo sagst du jetzt, ist es das Ansprechverhalten, was bei dieser moderneren Technik viel, viel besser ist oder ist es nur die Leistung oder ist das Fahrwerk oder was macht für dich eigentlich den größten Unterschied zwischen so einem Fahrzeug, das ich sag mal jetzt moderne Technik mit dabei hat und den alten Fahrzeugen, wenn du so im Vergleich fährst, was ist der größte Unterschied? Oh, das ist eine ganze Menge. Das ist einfach das Gesamtpaket. Ne? Natürlich hast du ein super Ansprechverhalten da hinten. Du hast das Ansauggeräusch, die Leistungsentfaltung. Du hast eine vernünftige Bremse und all diese Themen, die halt so ein Auto schon extrem von einem F-Modell unterscheiden. Ne? Du hast eine vernünftige Hinterachse, du hast McPherson-Federbeine vorne. Das ABS, die Servolenkung in dem Fall jetzt, ist auch anders wie bei unserem ersten, dem 300 hat der jetzt eine elektronische lastabhängige Servolenkung, also die wird nicht mehr von den Nockenwellen angetrieben. Wir haben die voll elektrischen Sitze mit Sitzheizung hier drin, also Vollschale auf der Originalkonsole, also das ist, da sind schon etliche Entwicklungsstufen sind wir jetzt weiter, wenn ich an unser erstes Auto denke. Und was da ja das Schöne ist, der Kunde hier zum Beispiel hat ja eine, ich sag mal, sehr gediegene Kombination genommen, was zeitlos ist, was man auch, ich sag mal, unauffällig im Alltag fahren kann, aber wenn jetzt ein Kunde zu ich komme, der sagt, okay, ich fahre damit unter der Woche überhaupt nicht, ich fahre nur am Wochenende, fahren habe ich auch ein bisschen drauf, ich will ein Massenschwungrad und alles, was geht, dann sagst du, hier, bitteschön. Kein Problem. Das ist ja das, was wir bei dem anderen Auto gemacht haben. Und ich glaube, das ist das Schöne, was wir irgendwo so unter Traumerfüllung wieder verbuchen können. Und ja, jetzt würde ich euch gerne zeigen, wie der Christian und ich in eine Runde gefahren sind. Aber ich glaube, viel Reden brauchte man dann nicht. Von daher würde ich sagen, hört euch doch einfach mal an, wie das so klingt, wenn man auf einer Strecke damit unterwegs ist. Von daher auch danke. Ja. Und das ist auch so ein Auto, wo man sagt, danke an den Fahrer, nachdem man hier auf einer Strecke unterwegs war. Denn ja, sowas wie ESP und so, das brauchen wir ja nicht, oder? Nein, das brauchen wir nicht. Genau, also von daher, schaut da mal rein und dann sehen wir uns hier nochmal wieder. Christian, jetzt sind wir ja mittendrin in der Action schon. Ja. Was war für dich jetzt das Wichtigste als Verbesserung vom F300 zu dem Auto, was das Fahren angeht? Ja, wir haben viele technische Verbesserungen reingebracht. Unsere Drosseltreibungssystem und alles ist jetzt deutlich besser geworden, wie es vorher mal war. Und wir haben halt viele andere Sachen auch anders gemacht. Was sagst du denn? Also,
das Schöne ist, das Auto ist so emotional, du brauchst nichts sagen dazu beim Fahren. Eigentlich braucht man nicht viel man sagen. Man braucht nicht dafür sagen. Und das Schöne ist, ich gucke auch gar nicht auf den Tacho, ob wir jetzt gerade schnell oder langsam sind, ist völlig egal, weil du die ganze Zeit diesen Sound hast. Und also ich glaube, wir können gut über das Auto quatschen, wenn wir daneben stehen. Aber wenn man hier drin sitzt, man will sich gar nicht unterhalten. Man will eigentlich nur gucken, wo ist die nächste Kurve und das Ganze genießen, auch so als Beifahrer. Weil es gibt einem so eine schöne Mischung aus die Sicherheit der Moderne, weil du halt merkst, das Ganze ist jetzt nicht die richtige Oldschool, ich sag mal 60er-Jahre-Technik, aber das Ganze fühlt sich auch so schön an. Du bist so draußen in der Natur und hast du gut gemacht. Wir sind beide sicher angekommen. Ja. Und das ist halt das Schöne. Bei dem neuen Porsche hätte ich gesagt, ja, okay, danke für die Runde. Ja, aber hier sage ich, gut gemacht. Ja. Das hier ist ein Porsche 964. Fährt modern, luftgekühlte Technik, ziemlich beliebt. Das hier ist ein F-Modell. So die Urform des Porsche irgendwie noch mit. Man erkennt die Ähnlichkeiten, wunderschön. Technisch halt schon so ein bisschen stehen geblieben. Und dann, hier haben wir den F350, in dem Fall halt den schon angekündigten zweiten. Ein bisschen extravaganter als den, den wir uns jetzt angeschaut haben. Ihr seht auch schon, das helle Leder innen. Da muss Tim gleich noch einen Schwenk mitnehmen, wie das da drin aussieht. Ja, zieh nicht so das Gesicht. Das hier ist Traumerfüllung. Denn wir haben dieses modernere Fahrverhalten, natürlich fahrwerkstechnisch noch weiter optimiert. Weit hinter das, was ein 964 eigentlich kann. Ansprechverhalten, Zuverlässigkeit auch irgendwo, ein Auto, das einfach anspringt und nicht benutzen kann. Und halt diese klassische Optik, so breit, wie ich ihn haben möchte, so auffällig oder eben auch unauffällig, wie ich ihn irgendwo haben will. Und das ist eben der Punkt. Und alle, die jetzt sagen, ja, aber das kostet doch unglaublich viel Geld. Ich habe bei DTW angerufen, die bauen mir jetzt was, aber das kostet viel Geld. Ja, aber spätestens, wenn du sowas hier siehst, Materialien im Innenraum, und wenn man ihn dann mal hört, dieses Ansauggeräuschen auf der Strecke ist und sich nicht unterhalten kann, nicht weil das Auto zu laut ist, sondern weil es zu emotional ist. Ach, dann geht das Herz auf. Und das war unsere On-Tour hier vom Bilster Berg. Und wenn Walter Röhrl drauf unterschreibt und es für gut befindet, ja, dann ist es auch gut genug für uns und das schon allemal. Von daher, ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich hoffe, es hat auch euch ein bisschen gefallen, so ein Auto mal in Natura virtuell zu sehen, sozusagen. Und da sind wir gespannt, was als nächstes uns bei Das Triebwerk erwartet. Tja, für euch natürlich die Frage, wie steht ihr dazu allgemein zu solchen Projekten und wie habt ihr das Auto gefunden? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euch bis dahin immer gute, sichere Fahrt und zügig, nur wie hier auf der Rennstrecke.